Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Außenstäbe erfolgreich handeln mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam das Webinar haben und es geht wieder um den Forex Screener, dass Sie bei uns auch oder den Sie, der, die, das. Ich war gerade abgelenkt hier von Michael, der hier was in den Chat geschrieben hat. Den Forex Screener können Sie ja entsprechend bei uns als aktiver Live-Kunden ja auch kostenlos erhalten. Und bevor ich weiter hier mich verhasple, mein Name ist Nels Cardoso Netto. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Auch wenn der Manuel eventuell die eine oder andere Strategie heute zeigt, dann müssen Sie aber trotzdem selber entscheiden, inwiefern Sie das für sich verwenden möchten. Sehr gut, dann übergebe ich jetzt auch den Bildschirm und wünsche viel Erfolg, viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ja, vielen Dank, lieber Nelson. Dann starte ich mal die Präsentation, sodass man jetzt alles sehen sollte. Im besten Falle. So sieht's aus. Perfekt. Okay, ja, dann nochmal vielen Dank für die Einleitung und natürlich einen schönen Abend an alle Teilnehmenden. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Und ja, wir haben heute ein spannendes Thema, was gar nicht so auf dem Mainstream-Radar liegt. Die Außenstäbe, ein mächtiges Tool, eine mächtige Indikation auch oder ja, ein mächtiges Werkzeug im Trading, welches dazu verhelfen kann, Einstiege zu finden, Ausstiege zu finden und auch eine bessere gefilterte Übersicht über den Markt zu bekommen. Und ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, mehr durch unsere Community. Wir haben ja den Forex-Screener so gestaltet, dass die Community sich Filter wünschen kann, dementsprechend, damit man den Markt screenen kann nach Außenstäben. Und ja, so sind die Außenstabsfilter reingekommen in den Forex-Screener, nimmt den meisten Tradern, die danach handeln, eben eine Menge Arbeit ab. Und für alle die, die es noch nicht kennen, generell das Thema Außenstäbe oder auch die Filter noch nicht entdeckt haben im Forex-Screener, werden wir heute einmal das Thema durchnehmen. Und ja, dazu gehen wir dann quasi auf alle wichtigen Details ein, auf die ganze Theorie, was sind Außenstäbe, zeigen, wie man das im Forex-Screener nutzt und zeigen natürlich auch ein paar Setups. Und hier nochmal kurz die Agenda, die Übersicht, habe ich ja gerade schon gesagt. Also was sind Außenstäbe? Dazu gibt es auch noch einen Gegenpart, die Innenstäbe, werden wir alles erklären und natürlich auch uns in der Praxis dann angucken. Und dann werden wir uns im Detail auch ansehen, wie man quasi die Außenstäbe kombinieren. Denn es ist kein, ja, ich sag mal, keine Einzelstrategie, nach der man jetzt handelt, sondern ein Puzzlestück im großen Bild. Und wir werden uns angucken, wie man das Ganze eben auch kombinieren kann mit anderen Indikationen oder eben strategischen Ansätzen. Und ja, wenn wir dann die ganze Theorie durchhaben und auch die Filter kennen, dann schauen wir eben in die Charts und auch in den Forex-Screener, was es ja, für Möglichkeiten heute Abend noch im Markt gibt und gucken mal, ob wir da ein paar schöne Setups finden werden. Ja, bevor wir einsteigen, stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin ja, Gründer der beiden Projekte Top Trading Software und Forex Screener. Ich bin jetzt auch schon seit über 10 Jahren an der Börse aktiv und habe quasi meinen Einstieg gefunden über die Informatik eigentlich. Ich bin anfangs Programmierer gewesen für Handelssysteme in einer Vermögensverwaltung. Und habe dort quasi die ganzen Basics gelernt über die Börse. Damals war zum Beispiel Aktienhandel auch noch ein großes Thema gewesen, wo wir quasi individuelle Handelssysteme entwickelt haben dafür, für Arbitragehandel zum Beispiel.
Und ja, später haben sich ja dann auch noch Plattformen etabliert wie der MetaTrader oder auch der NinjaTrader, was die Entwicklung von Handelssystemen sehr stark vereinfacht hat, weil viele Komponenten, die man eben so braucht für die Handelssystementwicklung, die werden dort abgekapselt. Also man muss die Kurse eben nicht mehr so explizit abfragen. Man braucht keine eigene Kursdatenbank mehr. Das wird alles mitgebracht von den Plattformen. Und dementsprechend habe ich mich darauf spezialisiert für die Entwicklung von Handelssystemen, aber auch rundum Trading-Software, sage ich mal, ne? Also beispielsweise gibt es ja auch Kopier-Software, womit man Trades kopieren kann von einem Konto aufs andere Konto oder auch Überwachungssoftware, sogenannte Monitoring-Software. Und je nach Bedarf, was eben so den Trading-Alltag vereinfacht, entwickeln wir individuell unter der Flagge von Top-Trading-Software. Das heißt, wenn es dort Bedarf gibt, dann sind Sie natürlich recht herzlich eingeladen, unsere Webseite zu besuchen, www.top-trading-software.de. Und das zweite Projekt ist heute eben der Full Screener. Darum geht es heute. Ein Screening-Tool, womit wir eben den Markt einfach durchsuchen können, indem wir unsere Kriterien eingeben in die Software und dann als Output die Ergebnisse erhalten, beziehungsweise direkte Symbole, die unsere Kriterien erfüllen. Und das schauen wir uns das heute zusammen an. Ja, dann steigen wir direkt ein. Und es geht ja um die Außenstäbe. Und da ist erstmal natürlich wichtig zu wissen, worum geht es hier, was ist denn überhaupt ein Außenstab, wie ist das Ganze definiert. Und das ist relativ einfach. Es gibt ja erstmal eine einfachere Erklärung, eine Erklärung, wo man quasi nur zwei Kerzen hat, damit man es erstmal simpel verstehen kann. Und zwar sieht man quasi auf dem Bild, wir haben eine bullische Kerze mit einem Hoch, mit einem Tief. Und unsere nächste Kerze, die quasi eine bearische Kerze ist, die hat die Eigenschaft, dass der Schlusskurs hier unten, dass der quasi außerhalb der High-Low-Range liegt. Also der Schlusskurs dieser Kerze hat quasi das Tief von der Kerze unterboten und außerhalb geschlossen. Und deswegen ist es in unserer Definition ein sogenannter Außenstab, ein bearischer Außenstab. Und das Ganze gilt natürlich auch also wenn man das Abbild andersrum betrachtet, und zwar schauen wir jetzt mal auf die rechte Seite, hier haben wir eine bearische Kerze und gefolgt von einer grünen Kerze, die jetzt wiederum ihren Schlusskurs wieder außerhalb von dem Hoch hat, beziehungsweise außerhalb der Hoch-Tief-Spanne sozusagen. Und ja, wenn man jetzt in diesem Beispiel schaut, wenn man nur zwei Kerzen hat, die miteinander vergleicht, dann ist die zweite immer ein Außenstab, wenn der Schlusskurs, wie gesagt, also höher als das Hoch ist bei einer bullischen Kerze oder eben wenn das Tief einer bearischen Kerze unterhalb des Tiefs der Vorkerze liegt. Also von der Definition her recht simpel. Und der Gegenpart dazu zu einem Außenstab ist der sogenannte Innenstab. Hier kann man sich wahrscheinlich schon denken, aber angenommen, wir haben jetzt eine Kerze mit ihrem Hoch und ihrem Tiefkurs und darauf gefolgt haben wir eine Kerze, die ihren Schlusskurs innerhalb dieser High-Low-Spanne hat, dann sprechen wir von einem Innenstab. So. Jetzt könnte es in dem Beispiel natürlich immer mal vorkommen oder man könnte sich fragen, naja, was ist denn aber, wenn wir beispielsweise unsere rote Kerze haben, die ist mit ihrem Hoch jetzt auch auf gleicher Höhe des Vorhochs, könnte jetzt aber sein, dass sie auch ein höheres Hoch hat, aber der Schlusskurs entsprechend trotzdem unter dem Tief liegt. Wie ist es denn dann? Ist es dann auch ein Außenstab? Und ja,
Die Frage ist immer mit Ja zu beantworten, denn es kommt hier einfach auf den Schlusskurs an der zweiten Kerze. Und die muss eben außerhalb der High-Low-Range liegen. Das Hoch bzw. das Tief in diesem Beispiel kann ruhig außerhalb liegen, das ist gar kein Problem. Okay, in den beiden Beispielen davor hatten wir immer nur zwei Kerzen gehabt und das war aber nur, ich sag mal, die halbe Wahrheit. Denn bei Außenstäben ist es so, ein Außenstab bezieht sich immer auf den Voraußenstab und nicht auf die Vorkerze. So. Das heißt quasi, wenn wir jetzt mehrere Kerzen haben, wie in diesem Bild, und unsere Sequenz geht los mit einem Außenstab, einfach weil es davor keine Kerze gibt sozusagen, zählen wir das jetzt mal als Außenstab. Und dementsprechend wird hier unsere High-Low-Range markiert in diesem türkisen Kasten. Und die nächsten Kerzen, alle quasi bis hierhin, schaffen es nicht, das Hoch oder das Tief zu über- oder zu unterbieten. Dementsprechend haben wir in diesem Kasten erstmal eine Reihe von Innenstäben. So, und jetzt finden wir eine rote Kerze vor. Dies schafft das Tief dieses letzten Außenstabs zu unterbieten und quasi per Schlusskurs darunter zu schließen. Und ja, wie wir es gerade schon definiert haben, handelt es sich dabei um einen Außenstab. Und jetzt haben wir eben wieder so lange einen aktiven Außenstab, bis es geschafft wird, die High-Low-Range per Schlusskurs ja, auszubrechen, sage ich mal. Ne? Und es passiert hier an dieser Stelle. Ist jetzt vielleicht nicht so deutlich zu sehen, weil der Schlusskurs nur ganz minimal unter diesem Tief liegt. Aber das hier ist der nächste Außenstab. Und dann geht es weiter mit diesem Außenstab. Der Schlusskurs liegt wieder unter dem Tief. So haben wir eine neue Außenstabsrange gebildet. Jetzt haben wir hier drei Außenstäbe, beziehungsweise hier ist auch noch der vierte, die hintereinander quasi birische Außenstäbe sind, quasi eine Sequenz. Hier haben wir auch das Beispiel mit dem Hoch, was ich gerade noch davor erklärt habe. Es ist quasi egal, dass es hoch außerhalb liegt, kommt nur auf den Schlusskurs an und der liegt dementsprechend innerhalb der Range. Deswegen ist es ein Innenstab. Und an dieser Stelle haben wir das Phänomen, dass eine Kerze es schafft, per Schlusskurs überhalb des letzten Außenstabs über dem Hoch abzuschließen. Und dementsprechend haben wir hier einen bullischen Außenstab. So, ich denke mal, das ist an der Stelle jetzt soweit klar, wie das funktioniert. Falls nicht, können gerne noch Fragen dazu gestellt werden. Also entsprechend nochmal kurz zusammengefasst, ein Außenstab muss eben durch einen neuen Außenstab gebrochen werden, der Schlusskurs. Dann haben wir einen neuen Außenstab. So ist quasi unsere Definition. Und wir können uns das Ganze ja mal auch im MetaTrader angucken. Ich habe hier schon einen Chart geöffnet im Hintergrund. Wir haben hier den AUD/USD offen. Und wir haben vom Forex Cleaner her auch einen Indikator entwickelt, der Außenstabsindikator. Wenn Sie den Forex Cleaner nutzen und das Add-on installiert haben, dann wird der Außenstabsindikator auch automatisch mit installiert. Den finden Sie dann unter Indikatoren im Ordner Forex Cleaner FS-Außenstab. Und wenn Sie den einmal anwenden auf den Chart, dann sollte dieser in etwa so aussehen. Und hier kann man sich das ganze Phänomen noch einmal angucken. Schauen wir vielleicht mal direkt hier rein. Wir haben jetzt hier ein paar bullische Außenstäbe, dann kommt eine dicke rote Kerze, zieht das Ganze nach unten, bricht den letzten Außenstab. Dementsprechend ist das hier der letzte birische Außenstab. Und dort haben wir wieder drei Innenstäbe, bis es eine Kerze schafft quasi, das Hoch zu überbieten und dann laufen wir eben in den nächsten Außenstab rein. So, was hat das Ganze jetzt
für Vorteile oder warum sollte man sich das so bewusst machen oder so visualisieren? Also Außenstäbe haben erstmal den Vorteil, dass sie den Chart filtern. Wir haben ja eben sehr viele Informationen, die wir uns immer ansehen, und manche Informationen lenken uns auch ein bisschen ab. Und jeder, der gerade noch so am Anfang steht, der wird es wahrscheinlich kennen. Man steigt hier jetzt vielleicht einfach mal Richtung Long ein, ja, und ist hier eben drinne und macht den Ausstieg jetzt vielleicht nicht hier oben, sondern bleibt einfach drinne. Und jetzt haben wir auf einmal aber die Gegenrichtung, die entsteht. Und wir werden jetzt vielleicht irgendwo ausgestoppt, ja. Und jetzt ist es so, wenn man sich einmal die ganzen Innenstäbe wegdenkt, die jetzt innerhalb des Außenstabs sind, des aktuellen, dann haben wir wie so einen Filter, der uns die eigentliche Marktrichtung vorgibt. Also wir haben jetzt das letzte Tief, dann haben wir das Hoch und hier geht es nach unten wieder. Wir haben das Tief, das nächste Tief und was jetzt in der Zwischenzeit hier passiert, dieses ganze Hin und Her, oder noch ein schöneres Beispiel ist hier dieses Hin und Her. Hier haben wir so eine kleine Seitwärtsrange sogar in dem Außenstab. Daran gehen viele eben zugrunde, weil sie hin und her traden. Also Position aufgemacht, hier Richtung Long gegangen, der Kurs geht nach unten, zack, ausgestoppt. Dann denkt man sich, ah, okay, der Kurs geht jetzt nach unten, mache ich nochmal eine Short-Position auf. Zack, geht der Markt wieder nicht in die richtige Richtung. Man sieht aber, dass wenn man jetzt nach unten gegangen wäre an dieser Stelle, der nächste Außenstab eigentlich ein bearischer Außenstab ist. Und dementsprechend hätte man ja zumindest an der Stelle schon mal richtig gelegen. Und das Ganze hin und her würde man jetzt an dieser Stelle rausfiltern können, sozusagen. Ne? Also das ist quasi ein Vorteil, dass man so ein bisschen die klare Sicht gibt, der Richtung bekommt, die der Markt annimmt. Und apropos Richtung, es ist auch oft so, sobald ein Außenstab eine Richtung annimmt, ja, nehmen wir zum Beispiel mal dieses Beispiel hier, dann ist es oft so, dass er seine Richtung auch erstmal beibehält. Also es passiert öfter, dass ein Außenstab in die Gegenrichtung einschlägt und in der Richtung bleibt, als dass quasi ein Außenstab ist, der ein bearischer Außenstab ist und darauf folgt gleich ein bullischer Außenstab und diese würden sich immer abwechseln. Das passiert eher weniger. Das kann man einfach ja mit dem bloßen Auge schon erkennen, dass es überwiegend nicht so bunt ist, sondern wir haben ja immer solche Sequenzen, die in eine Richtung gehen, ne? Hier haben wir es zum Beispiel, dass ein Außenstab unsere Sequenz mal unterbrochen hat. Ja, kommt vor. Aber es geht dann eben übergeordnet in die eigentliche Richtung. Genauso haben wir es hier. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt per neuen Außenstab einfach eine Richtung mitgehen. Dann würde man ziemlich oft auch richtig liegen. Hier haben wir beispielsweise einen Außenstab, der bricht eben diesen. Und wenn man sagt, man möchte sich jetzt long positionieren, weil der Außenstab gibt einfach unsere neue Richtung vor und man möchte diese mithandeln, dann liegt man hier erstmal ziemlich gut, ziemlich richtig. Hier hätte man einen neuen Außenstab, wo man sagen könnte, der unterbietet eben dieses Tief. Ich zoome vielleicht mal ran. Ups. Glaube, das müsste jetzt dieser hier gewesen sein, ne? So, und wir warten einfach, bis dieser Außenstab hier fertig ist an dieser Stelle und gehen diese Richtung mit ein. Dann hätten wir wieder so ein paar Pips mitnehmen können, ohne dass wir direkt ausgestoppt wären. Hier haben wir das Phänomen, auf eine rote Sequenz folgt ein einzelner Außenstab, der ja bei einem Außenstab auch bleibt. Hier würde man falsch liegen, aber danach kommt gleich wieder ein positives Beispiel. Angenommen, wir würden einsteigen, dann hätten wir hier wieder eine gute Strecke mitnehmen können. Und das ist quasi unser zweiter Vorteil. Also jetzt neben dem Filtern haben wir den Vorteil durch Außenstäbe,
dass sie uns indizieren können, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, sozusagen, ne? Also sie gibt uns eine Richtung vor. So, und als dritten großen Vorteil, den wir mit Außenstäben haben, ist quasi ähnlich wie der zweite. Angenommen, wir sind jetzt in einer Position drinne. Sagen wir mal, wir steigen hier Richtung Short ein. Und dann stellt sich immer die Frage, wie lange wollen wir denn in dieser Position bleiben? Dann können wir Außenstäbe auch nutzen, um den Ausstieg zu finden. Also dementsprechend, wenn der erste Außenstab kommt, der in die Gegenrichtung zeigt, ne, hier haben wir jetzt die ganzen roten und hier wäre der erste grüne Außenstab, dann würden wir an dieser Stelle rausgehen und können das Ganze entsprechend als Exit-Strategie auch nutzen. So, das sind so die großen drei Vorteile, die wir mitnehmen können. Okay, jetzt haben wir ja gesagt, Außenstäbe schön und gut in der Theorie und in der Praxis, aber wir haben ja auch noch den Forex-Screener mit entsprechenden Filtern vorbereitet, wo wir nach Außenstäben suchen können. Und hier fängt das Ganze an, interessant zu werden. Und zwar haben wir in der Suche, kann man das auch finden, eine ganze Außenstab-Sektion. Kann man einfach in der Suche Außenstab ausgeben oder AU reicht schon aus, um das Ganze zu finden. Und dann sieht man hier eben mehrere Filter, die wir haben, um ja, seine Kriterien einzugeben in den Forex-Screener. Und ich würde hier an dieser Stelle mal die Filter durchgehen, damit wir alle auf einem Nenner sind und wissen, was sie bedeuten und damit sie natürlich das Ganze auch für ihr Trading nutzen können. Und ich glaube, ich fange mal mit dem einfachsten Filter an. Das ist hier dieser Außenstäbe in Folgefilter. Und das versteht jetzt, also der Name spricht für sich, ne? Und zwar kann man hier einfach festlegen, man möchte sich Symbole anzeigen lassen, die mindestens x Außenstäbe in Folge haben. So, und da können wir mal einfach ein Extremum uns auswählen. Sagen wir mal, wir sind auf der Suche nach Symbole, die jetzt 10 Außenstäbe in Folge haben. Und das Ganze suchen wir auf den Forex Major-Paaren und den Minor-Paaren. Und dann gucken wir mal in den Ergebnissen. Und sehen hier entsprechend, dass wir fünf ja, Ergebnisse gefunden haben. Und ein Ergebnis ist ja immer die Kreuzung aus dem eigentlichen Symbol und das Zeitintervall. Das heißt, der Schweizer Franken Yen beispielsweise auf M5 hat das Kriterium jetzt erfüllt. Und das heißt nicht automatisch, dass auf den anderen Zeitintervallen von dem gleichen Symbol das auch erfüllt wird. Aber auf diesem Zeitintervall wird es dann erfüllt. So, und jetzt sieht man auch schon in der Vorschau, dass wir hier einen ziemlich steilen Anstieg haben. Das liegt einfach daran, dass wir diese starke Abfolge haben von den Außenstäben. Und man kann auch hier erkennen, dass wir hier sogar 14 Außenstäbe in Folge haben. Also wir haben zwar 10 angegeben, aber der Filter sagt immer, nimmt die Zahl als Mindestzahl sozusagen. Und ja, jetzt können wir hier raufklicken, um uns den Chart über das Add-on in dem MetaTrader öffnen zu lassen. Und das ist im Hintergrund jetzt hoffentlich auch schon passiert. Genau. So. Und ja, jetzt haben wir das Ganze entsprechend uns einmal öffnen lassen. Schweizer Franken Yen auf M5 ist offen und man kann die Abfolge jetzt zu sehen, der Außenstäbe. Das Ganze geht hier los. Und wenn man jetzt einmal durchziehen würde, dann hätte man jetzt hier einfach 14 Außenstäbe in Folge, die sich entsprechend immer wieder überbieten. Die Innenstäbe werden gar nicht mitgezählt. Also den Screener interessieren Tatsache dann nur jeder neue Außenstab, ne, die auf dem Weg vorgekommen sind. Und hier könnte man das Ganze schon als einfache Strategie auch verwenden, indem man sagt, naja, so eine Außenstabsequenz, die geht ja nicht für immer, sondern irgendwann wird die ja auch wieder gebrochen. Und jetzt könnte man ja so vorgehen,
dass man sich einfach eine hohe Zahl nimmt, so wie wir es gerade getan haben, 14 Außenstäbe, und dann setzt man eben darauf, dass das Ganze ins Strauchen kommt oder eben vielleicht auf einen Widerstand trifft, und dann geht man einen schönen Short Trade ein. So, das mal als simple Strategie. Sollte man natürlich die blind tun, sondern man sollte immer schauen, ob jetzt in der Nähe auch noch ein Widerstand ist, der vielleicht gerade angelaufen wurde, nach oben, sodass der Markt hier vielleicht gar nicht rüberkommt. Die Struktur sieht erstmal ganz danach aus. Ich würde an der Stelle dann aber trotzdem mal rauszoomen aus dem Chart und mal gucken, ob hier was in der Nähe ist. Auf H4 sieht man, okay, das Ganze wurde schon, also da gab es einen Widerstand in der Nähe, der wurde aber schon überboten. Man entsprechend hier. Man sieht, wenn man noch weiter rauszoomt, dass hier oben noch weitere Widerstände lauern. Und ja, da ist entsprechend jetzt die Frage, ob der Kurs eventuell noch eine Etage höher läuft, quasi bis vielleicht zu diesem Widerstand dort reintunkt und dann wieder unseren Widerstand, den ich gerade eingezeichnet habe, einfach von oben antestet. Also die Short-Idee, die würde ich jetzt hier vielleicht nicht direkt eingehen. Was man aber auch machen könnte, man könnte auch so herangehen, dass man sagt, man legt sich eine Stop-Order, eine Stop-Sell-Order unter diesen Block und wartet dann einfach darauf, dass der Kurs runterläuft, die Order aktiviert und dann entsprechend setzt man darauf, dass der Kurs in den Widerstand hineinläuft und vielleicht von oben auf unsere letzten lokalen Hochs anläuft und das Ganze nochmal testet. Also das hier mal als simple Trade-Idee, die man eingehen könnte mit dem einzigen Filter. Und noch eine Idee. Wie gesagt, sind die Außenstäbe ja auch richtungsweisend, also könnte man auch natürlich warten, bis ein Außenstab in die Gegenrichtung hier erzeugt wird und das dann entsprechend auch als Einstieg nehmen für den nächsten Short Trade. Also Sie sehen, hier gibt es vielerlei Möglichkeiten, wie man mit dem Chartbild an dieser Stelle umgehen kann. Okay. Dann gehen wir noch mal rein in die Filter. Den ersten haben wir jetzt schon erklärt. 10 Außenstäbe in Folge. Und das Ganze lässt sich auch kombinieren mit diesem Filter, die aktuelle Außenstabsrichtung. Da würde ich noch mal kurz zur Erklärung geben. Wenn wir jetzt aktuell, also haben wir eingestellt, 10 Außenstäbe in Folge, die wir sehen wollen. Und wenn man sich jetzt mal die Thumbnails anguckt, sieht man eben, im ersten Chart sind es 14 Außenstäbe, die bullig sind. Und beispielsweise jetzt im zweiten Chart hat man 13 Außenstäbe, die bearish sind. Und dementsprechend gibt es hier halt noch keine Richtung, die jetzt der Forex-Screener sucht. Deswegen haben wir jetzt den nächsten Filter. Also es gibt ja auch Trader, die sagen, Richtung ist mir egal, Hauptsache viele Außenstäbe. Aber natürlich gibt es ja auch erweiterte Setups, wo man ja auch einen Hammer beispielsweise mit reingeben kann oder einen Pivotpunkt R oder S. Und dann entsprechend braucht man ja auch die Außenstabsrichtung, weil man ja sagen will, ob diese Sequenz eben nach oben läuft oder nach unten läuft. Und dafür ist dann der zweite Filter hier dort, da die aktuelle Außenstabsrichtung soll aufwärts zeigen. Und wenn wir jetzt so nochmal nach unten scrollen, dann sehen wir, okay, gibt jetzt nur noch ein Ergebnis, weil eben die beiden Filter angewandt werden und per logischem unverknüpft sind, ne? Also wir haben jetzt 14 Außenstäbe, die in Richtung Norden zeigen sollen. Wenn wir jetzt so sagen, die Außenstabsrichtung soll abwärts sein, dann ist unser Schweizer Franken Yen dementsprechend nicht mehr dabei, weil hier jetzt nur noch gesucht wird nach Bearish-Signalen.
spirischen Außenstäben. So, können wir vielleicht auch mal kurz reingucken, ob wir was Interessantes sehen. Das hier sieht ganz interessant aus auf dem ersten Blick. Woran habe ich das festgemacht? Man sieht, hier unten wird gerade auch so ein Widerstand angelaufen. Das können wir uns nochmal im MetaTrader angucken. Und ja, müssen dann mal schauen, ob das quasi auf einem höheren Zeitintervall oder beim Rauszoomen auch genauso interessant ist oder ob man die Tatsache einen Widerstand gefunden hat. Und in nächster Nähe ist hier eben keiner. Also hier ist tatsächlich, ja, also es, man kann es schon als Widerstand wahrnehmen, ne, weil das Ganze hier öfter angelaufen wird, aber das wäre jetzt für mich kein klarer Einstieg, sage ich mal. Also hier müsste man eben gucken, wie sich der Kurs weiterhin verhält, um dann daraus zu schließen, ob man einen Trade eingehen möchte oder nicht. Aber wonach wir gesucht haben, waren ja die Außenstäbe. Es müssten 10 oder ich glaube 11 Stück wurden angezeigt und die fangen dann eben ab hier an und laufen bis hier unten durch. Okay, dann haben wir den Filter jetzt auch soweit erklärt und haben noch 3 Filter, die verbleibend sind. Hier könnte man, nehmen wir uns mal den ersten Filter vor, zur Erklärung, der letzte Außenstab, so heißt der Filter. Was man darin auswählen kann, ist, vor wie viele Kerzen der letzte Außenstab stattgefunden haben soll. Und das ist für uns interessant, wenn wir eben ja, Innenstäbe vermeiden wollen. Also ich kann ja hier nochmal reinschauen, um das Ganze nochmal zu erklären. Wir sind jetzt hier bei dieser Kerze, unser aktueller Kurs. Und unser letzter Außenstab ist quasi dieser hier, weil das ist der, der den Außenstab davor per Schlusskurs unterboten hat. Und alle Kerzen, die danach folgen, sind Innenstäbe. Und wie gesagt, kann man ja als Strategie so hervorgehen, dass man eben per neuen Außenstab in einen Trade einsteigen möchte. So zum Beispiel hier, weil wir dann einfach die Sequenz mitnehmen wollen. Aber dann brauchen wir halt die Kerze, die auch gleichzeitig der Außenstab ist. Also wir wollen Muster finden, wo wir quasi diese Kerze sind oder innerhalb dieser Kerze sind, beziehungsweise maximal in der Kerze hier stecken, vielleicht sogar zum Eröffnungskurs, dass man hier noch weiter Richtung Short gehen kann. Und dafür ist dieser Filter entsprechend da, dass wir sagen können, der letzte Außenstab soll vor einer Kerze stattgefunden haben. Und jetzt könnten wir das Ganze auch noch weiter kombinieren mit der Außenstabsfolge, dass wir sagen, wir wollen eine Sequenz haben von mindestens 5 Außenstäben in Folge und das Ganze soll aufwärts gerichtet sein. So kann man das Ganze kombinieren. Da gehen wir vielleicht mal auf den euro-australischen Dollar. Gucken uns das mal an. Ziehe ich nochmal den Außenstabsindikator drauf. Und ja, wir sind jetzt gerade innerhalb von dieser Kerze. Und wir haben ja eben gesagt, dass vor einer Kerze, so haben wir es in dem Außenstabsfilter ausgewählt, dass das eben ein neuer Außenstab sein soll. Und entsprechend finden wir dann solche Konstellationen. Also die Kerze vor uns ist ein neuer Außenstab. Interessant wird es hier natürlich, wenn man das so kombiniert, wenn man sagt, wir wollen aber nur einen Außenstab in Folge maximal haben. Und er findet das ja immer als Minimum, nimmt er das. Also alle Symbole, die jetzt mindestens einen Außenstab in Folge haben, würde er uns jetzt anzeigen. Aber wir haben im Forex-Screener auch noch eine Sortierfunktion, mit der wir quasi, also das quasi entgegengesetzt sortieren können. Und dann sollte er uns entsprechend Symbole finden, die
jetzt den ersten Außenstab in die neue Richtung gemacht haben. Können wir mal schauen, ob das funktioniert. Da lädt er noch ein bisschen. So, und ja, hat er uns quasi gefunden. Hier haben wir einen bierischen Außenstab und wonach wir gesucht haben, war jetzt ein einzelner neuer Außenstab in die neue Richtung vor einer Kerze. Das ist entsprechend dieser. Und ja, wenn man das als Kriterium gibt, dann findet man eben solche Konstellationen. An der Stelle ist man jetzt ja auch eigentlich an einem guten Widerstand angekommen. Wenn man sich das mal so betrachtet, geht das Ganze hier los. Ne? Dann haben wir diese Widerstände und befinden uns jetzt gerade genau hier dran. Dementsprechend Verhalten am Widerstand ist dann meistens so, man ja nicht direkt auf den Knopf drücken, sondern in Bereitschaft sein und eventuell, wenn es losgeht, also wenn es Anzeichen dafür gibt, dass er den Abprall macht an den Widerstand, dann können wir Richtung Short einsteigen. Was sind Anzeichen dafür? Anzeichen können eben sein, wir haben einen neuen Außenstab, der uns erzeugt wird, kann auch einfach auf einem kleineren Zeitintervall sein, also beispielsweise auf M5. Könnte man hier mal gucken, hier wäre ein gutes Beispiel gewesen. Also hier sind wir quasi beim ersten Mal, hat er den Widerstand quasi angetestet. Und wie gesagt, sollte man dann eben in Bereitschaft sein und hätte hier warten können auf den ersten Außenstab, der kommt. Das wäre diese Kerze hier gewesen und hätte dann quasi Richtung Short einsteigen können. Und das wären ja 9 Pips gewesen, die man hier mitnehmen kann. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber man wäre hier gut reingekommen in die Position und hätte natürlich auf Break-Even schnell absichern können. Was hier jetzt beim zweiten Retest vielleicht wichtig ist für die Bereitschaft, wenn man auf einen neuen Einstieg wartet, man könnte auch einfach schauen auf die Wicks, also die Kerzendochte, die nach oben zeigen. Wenn er jetzt so viele Kerzen hat, die so eine Lunte nach oben haben, so sage ich immer, dann ist es ein Anzeichen, dass er die Käufer versuchen es eben zu kaufen, aber die Verkäufer rejecten das Ganze und die Käufer kommen nicht durch. Und dann ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis die Verkäufer dann ihren Willen durchdrücken. Also das ist, ja, ich sag mal, ein gutes Pattern hier, um sich bereit zu halten. Okay. So, dann habe ich jetzt erstmal die Hälfte der Filter erklärt und ich würde sagen, damit es nicht zu monoton wird, gucken wir uns vielleicht mal ein paar Setups an und also wie man quasi mehrere Filter miteinander kombinieren kann. Und bei einigen Setups sind dann wahrscheinlich noch Filter dabei, die ich dann ja erklären würde, wenn es eben zu weit ist, ne? Also wenn wir das Setup dann durchbrechen. So. Dann gucken wir hier mal rein und haben unser erstes Trading Setup. Und hier ist noch eine Taktik, wie man Außenstäbe nutzen kann, um in den Trade hineinzukommen. Und zwar in dem Bildausschnitt ist hier quasi unser letzter bullischer Außenstab, der quasi gebrochen wird von einem bearischen Außenstab. Und hier hatte ich ja schon gesagt, könnte man theoretisch einsteigen, sobald der bearische Außenstab ja, absolviert wurde, also sobald der fest ist, sobald der Schlusskurs der Kerze quasi geschlossen hat und wir die neue Kerze haben, die jetzt zum Öffnungskurs aufmacht und könnte theoretisch an dieser Stelle Richtung Short gehen. Jetzt ist es aber so, dass man oft innerhalb des neuen Außenstabs auch nochmal einen Retest hat, wo der neue Außenstab getestet wird, ob er standhalten wird. Und
Das ist quasi ein typisches Bild, ein typisches Pattern, wie man es erkennen kann bei den Außenstäben. Und zwar haben wir dann einfach nochmal eine neue Kerze, die auch als rote Kerze enden wird. Aber sie hat so einen Docht nach oben. Und jetzt ist die Strategie quasi, wir wollen ausnutzen, dass dieser Docht nach oben entsteht und steigen dort einfach ein. Quasi, wenn das Ganze an der Oberseite nochmal geretestet wird, dann gehen wir hier rein und haben dadurch ein paar mehr Pips gewonnen, sodass wir quasi nicht direkt zur Eröffnung einsteigen. So ist quasi die Strategie. Und hier auf der linken Seite kann man eben sehen, wie man das Filter-Setup im Forex-Screener formulieren muss, um das Ganze umzusetzen. Und zwar brauchen wir wieder den letzten Außenstabsfilter. Den habe ich ja gerade eben schon erklärt. Der soll quasi vor einer Kerze so konfiguriert sein, dass er sagt, vor einer Kerze. Und in diesem Falle haben wir auch noch die Richtung des aktuellen Außenstabs angegeben. So, den Filter hatte ich ja auch schon erklärt. Das war easy. Und jetzt würde noch ein neuer Filter hinzukommen. Und zwar können wir im Forex-Screener auch sagen, wo wir uns innerhalb des Außenstabes quasi befinden sollen. Also, dass der Kurs eine Distanz zum Hoch hat und wir sagen einfach, wie weit soll denn die Distanz weg sein? Und wenn wir jetzt sagen würden, ja, der soll 0% entfernt sein, also der Kurs vom Hoch soll 0% entfernt sein, dann würde das quasi heißen, dass der Kurs sich genau hier oben befindet. Und umso höher die Prozentzahl ist, umso weiter ist quasi die Distanz vom Kurs zum letzten Außenstabs hoch. Das können wir uns auch nochmal ansehen im Screener, indem wir in unsere Außenstabssektion gehen. Und das ist dann in dieser Gruppe hier drinne, Distanz zum Außenstab hoch slash tief, weil man das Ganze natürlich auch für das Tief angeben kann. Und jetzt könnten wir als Filter einfach mal einstellen, wir wollen uns alle Symbole anzeigen lassen, die erstmal vor einer Kerze den letzten Außenstab gemacht haben. Und dann soll eben der aktuelle Kurs soll kleiner als 5% vom Hoch entfernt sein. Das heißt, innerhalb des letzten Außenstabs sehr weit oben sich befinden. Und dann würde ich hier auch noch sagen, dass die Außenstabsequenz oder der letzte Außenstab in dem Fall eben abwärts gerichtet sein soll, damit wir genau das gleiche Bild erzeugen, wie wir es gerade in den Folien gesehen haben. Und da kann man gucken, in den Ergebnissen haben wir jetzt null Ergebnisse gefunden. Also es heißt quasi, es gibt kein Symbol am Markt, was diese Kriterien alle zusammen erfüllt. Das ist kein Problem, denn wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern quasi bei Such dir was und können hier den Filter auch mal ein bisschen lockerer einstellen, dass wir sagen, wir wollen nicht ganz, ganz oben sein, sondern uns würde es auch reichen, wenn wir innerhalb des ersten Fünftels des Außenstabs uns befinden würden mit dem Kurs. Das ist auch noch ziemlich weit oben. Und dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Vier Ergebnisse haben wir gefunden. Und dann schauen wir mal rein. Das hier sieht nach einem guten Setup aus, wieder einfach festgemacht an den Widerstand, an dem wir uns hier befinden. Also wir haben hier einen Hoch, wir haben hier noch einen Hoch und ich würde sagen, hier schauen wir mal rein. Die Distanz auch noch mal kurz, ne? Man sieht hier quasi, der aktuelle Kurs ist 17% vom Hoch entfernt. Also relativ weit oben sollte das sein. Okay, also hier ist es, ja, das ist gerade ein blödes Szenario, weil vom Prinzip her die letzte Kerze ist ein Außenstab, ja. Die letzte Kerze ist oder der letzte Außenstab ist auch bearish. Das stimmt auch. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die aktuelle Kerze, die ragt jetzt gerade leider über den Außenstab hinaus und die ist ja 17% entfernt von dem Hoch, aber leider darüber und nicht darunter. Also das ist jetzt ein false positive Ergebnis sozusagen.
Das wollen wir nicht haben. Von daher gucken wir einfach mal, ob wir noch was Besseres finden. Das Setup ist auch ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Okay, hier haben wir ein ziemlich cooles Ergebnis gefunden. Und zwar gleiches Szenario, ne? Letzter Außenstab ist quasi die letzte Kerze. Die zeigt auch Richtung Süden. Und unser Kurs, der ist jetzt relativ weit oben innerhalb des Außenstabs. So. Und das Ganze ist jetzt gerade auf Tagesbasis, also eine Kerze ist ein Tag. Und ich sag mal, das Zeitintervall ist jetzt gerade erstmal egal, weil ich will jetzt mal einfach die Theorie quasi dahinter erklären, wie man jetzt hier rangehen könnte an dieses Szenario. Und zwar, wir gehen jetzt, wie gesagt, davon aus, wir haben einen neuen Außenstab, der für uns richtungsweisend ist. Und uns geht es eben um diesen Retest. Also wir wollten eben nicht direkt einsteigen zum Eröffnungskurs der neuen Kerze innerhalb des neuen Außenstabs, was auch ein Riesenvorteil hier ist, weil wir wären total in den Verlust gelaufen, ne? Wenn wir zum Eröffnungskurs reingegangen wären, ist die Kerze komplett in die andere Richtung gelaufen und hat das Ganze eben nochmal geretestet. Die ist sogar außerhalb des Außenstabs, ist die quasi rausgeditscht. Das ist auch kein Problem, weil es ja dennoch ein Außenstab. Und das wäre jetzt so unsere Chance, quasi den Retest zu nehmen und einzusteigen und davon auszugehen, dass das der Anfang einer Abwärtsbewegung sein wird. Und die Abwärtsbewegung wird entsprechend jetzt gerade nur noch mal getestet. Warum kann man noch davon ausgehen, dass es ein Test ist, wenn man sich den Chart so anguckt? Ganz easy. Wir haben hier wieder eben diesen Widerstand, auf dem wir uns gerade befinden. So, also wenn man einfach nach links guckt, ne, muss man gucken, welche Kerzen oder gab es hier nochmal Hochs an dieser Stelle? Wurde diese Stelle schon mal angelaufen und der Markt oder der Kurs ist daran gescheitert, diesen Widerstand zu überlaufen? Und ja, das ist hier schon ein paar Mal passiert. Also das sieht man eben. Sieht man eben an dieser Stelle, oder wenn man es ein bisschen weiter runterzieht, hat man hier nochmal einen größeren Widerstand und man könnte sagen, wir befinden uns gerade volle Kanne in diesem Widerstand. So, wie sollte man jetzt damit umgehen mit so einer Formation? Also was man machen könnte, was eben risikoarm ist, man könnte eben eine Short-Position eingehen und entsprechend darauf setzen, dass das letzte Hoch nicht nochmal überboten wird, beziehungsweise könnte man auch darauf setzen, dass unser Außenstab ein Außenstab Richtung Süden bleibt. Also entsprechend, wenn man Short reingeht und man merkt, die Kerze, sobald sie abgeschlossen ist, schließt sie aber überhalb des Außenstabs Hochs sozusagen, dann könnte man auch direkt aus der Position wieder herausgehen, weil der Grund, warum wir reingegangen sind, der hat sich ja dann damit schon erledigt sozusagen, ne? Und ja, so könnte man entsprechend damit umgehen. Wenn man jetzt nicht dabei ist beim Abschluss der Kerze, könnte man entweder für ein risikoarmes Setup den Stop-Loss über das Hoch legen und sagen, der Retest hat jetzt schon mal stattgefunden. Er wird den Retest jetzt wahrscheinlich nicht überbieten und wenn er ihn überbietet, dann heißt es, er hat ein neues Hoch gemacht. Wahrscheinlich wird er so diese Richtung beibehalten. So könnte man das ganze Spiel mitspielen. Oder was vom Risiko her eher schlechter ist, man gibt dem Ganzen eben noch mehr Luft und sagt, okay, für mich ist das in Ordnung, wenn er jetzt noch mal ein Hoch darüber macht. Hauptsache, wir bleiben innerhalb des Außenstabs per Schlusskurs. Und ich möchte aber auf Nummer sicher gehen, dass ich halt nicht direkt ausgestoppt werde und kein Opfer von Stockfishing werden in dem Sinne, ne? Und dann setze ich mein Hoch einfach über das letzte lokale Hoch, was hier oben wäre und hätte dem Ganzen entsprechend noch viel Spielraum gegeben.
auf Tagesbasis natürlich eher nicht zu empfehlen, weil das ziemlich teuer wird. Und ja, wenn man jetzt aber kurzfristig unterwegs ist, könnte man das natürlich auch tun. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das nächste Setup an. Das wurde soweit erklärt. Genau. Und wir sind im Trading Setup Nummer 2. Und man sieht hier, haben wir einfach einen Short-Trend. Und hier wurden auch wieder Außenstäbe eingezeichnet. So, diese Kästen. Und man kann jetzt eben sehen, dass innerhalb dieser Trendbewegungen haben wir ja natürlich auch Außenstäbe. Und wenn wir uns einmal in einer Trendbewegung befinden und wir haben jetzt ein neues Tief erreicht, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis unsere Korrektur stattfindet. Also irgendwie korrigiert der Markt natürlich immer. Und entsprechend haben wir hier einen neuen Außenstab, einen grünen Außenstab. Und die Strategie hinter diesem Setup ist, wir wollen jetzt warten, bis die Korrektur vorbei ist und wollen dann eben in die Fortsetzung des Trends mit einsteigen. So. Und den Einstieg wollen wir eben dann machen, wenn wir feststellen, wir haben einen neuen Außenstab in unsere Abwärtsrichtung und gehen eben davon aus, dieser neue Außenstab, der bricht den alten. Es ist ein entgegengesetzter Außenstab und er wird dementsprechend die Richtung des Trends fortsetzen. Und das ist für uns quasi unser Signal, um den Short-Einstieg zu vollführen. So, wie das Ganze aussehen kann im Chart, das ist so. Sieht man es quasi nochmal ganz genau, ne? Unser Abwärtstrend, Korrektur mit den Außenstäben, die grünen Außenstäben. Und jetzt haben wir einen neuen Außenstab, einen bearischen, in dem wir quasi einsteigen wollen. Und unser Ausstieg ist dann entsprechend auch, sobald ein neuer Außenstab in die entgegengesetzte Richtung auf den Chart auftaucht, da sind wir dann entsprechend raus. Jetzt ist die Frage, wie wir das Ganze umsetzen können mit dem Forex Screener, weil wir wollen uns das ja automatisch finden lassen und nicht die ganze Zeit auf den Charts, die Charts durchgucken und das irgendwie händisch finden, sondern wir wollen es ja screenen. Und da habe ich hier wieder dieses Filter-Setup niedergeschrieben. Und zwar, hier fehlt aber sogar einen Filter. Okay, das werde ich gleich mal noch erklären. Also was haben wir wieder? Den Außenstäbe in Folge mit 1. Das haben wir ja schon erklärt. Die Außenstabsrichtung als Filter hatten wir auch schon. Und hier haben wir jetzt aber nochmal einen neuen Filter, den ich an dieser Stelle erklären werde. Und danach kommt auch noch ein Filter dazu, und zwar der Trendfilter. Den werde ich auch noch erklären. Aber ja, fangen wir erstmal mit dem an. Kurs über slash unter Außenstab. Und zwar kann man das hier schon ganz gut erkennen. Wir haben einen Außenstab, der quasi durch diese Kerze gemacht wurde. Und wir wollen jetzt so einsteigen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur im oberen Teil des Außenstabs einsteigen, sondern wir wollen sogar warten, dass der Kurs temporär den Außenstab verlässt. Und wollen dann entsprechend außerhalb des Außenstabs einsteigen und gehen davon aus, dass der Kurs dennoch zum Schließen der Kerze innerhalb des Außenstabs bleiben wird. So. Und das können wir uns mal ansehen, wie wir diesen Filter nutzen. Zwar haben wir diesen Filter hier und jetzt können wir uns, ja, jetzt bietet dieser Filter die Option, der Kurs soll überhalb des Außenstabs liegen oder unterhalb des Außenstabs liegen oder er soll sich entsprechend innerhalb des Außenstabs befinden. So, ne? Und wir können ja unser Setup von hier einfach weiter verfolgen.
Zwar vor einer Kerze soll ein Außenstab Richtung Süden stattgefunden haben sollen. Und entsprechend wollen wir jetzt, um noch besser in den Kurs reinzukommen oder in den Trend reinzukommen, soll der Kurs überhalb des Außenstabs liegen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein cooles Setup finden. Ja, ich glaube, das ist das Setup, was wir uns ja schon gerade angesehen hatten, was eigentlich nicht so cool war. Schauen wir mal hier rein, weil das ist auf einer Minute. Also 1 Minuten Candles. Das ist immer so eine Sache. Das ist ein bisschen zu kurzfristig. Naja, also von der Theorie her. Okay, nee. Das ist ein blödes Beispiel. Das ist die Kerze jetzt auch schon vorbei. Gucken wir nochmal hier rein. Und dann kann ich es ja nochmal erklären, wie das Ganze gemeint ist. Also vom Prinzip her ist es eigentlich schon das, was wir suchen. Aber es sieht nicht optimal aus. Dennoch werde ich es mal erklären anhand des Beispiels. Und zwar, wir haben jetzt unsere Abwärtsbewegung. Ist jetzt gerade auch noch kein richtiger Trend. Das mit dem Trend machen wir gleich auch noch, den Filter damit dazu nehmen. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt hier ein Trend und der Kurs würde einfach von hier oben kommen, ne? Wir haben jetzt hier oben unser Hoch. Hier haben wir entsprechend unser Tief. Dann haben wir die Korrektur durch die Außenstäbe. Und dann haben wir eben die Fortsetzung des Trends mit dem neuen Tief. Danach wird eben ein tieferes Hoch gemacht. Und jetzt wollen wir quasi mit dieser richtungsweisenden, mit diesem Außenstab einsteigen. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen gut hineinkommen, also einen guten Kurs haben für den Einstieg. Und der liegt eben oberhalb unseres Außenstabs. Und dementsprechend haben wir die Kerze, die noch kein neuer Außenstab ist, weil die Kerze ist noch nicht abgeschlossen. Aber sie ragt zumindest schon mal heraus aus unserem Außenstab, sodass man quasi für Setups dieser Art, wenn man short einsteigt, dass man quasi ja besser reingekommen ist als hier unten oder hier oben innerhalb des Außenstabs und dementsprechend risikoärmer einsteigen kann, wenn man den Stop-Loss über das letzte lokale Hoch legt. So ist quasi die Theorie dahinter. Und nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dieses Setup sieht hier nicht gerade schön aus. Also das würde ich so nicht handeln. Es fehlt hier natürlich auch noch die eine Komponente, und zwar die mit dem Trend. Und die würde ich auch noch mal als letztes Beispiel kurz erklären, denn wir haben ja im Forex-Screener auch noch neben den Außenstabsfiltern eine Trendsektion, unsere Trendfilter. Und hier könnte man entsprechend angeben, dass unsere Trendrichtung, nach der wir gerade suchen, soll entsprechend ein Abwärtstrend sein. Und man könnte jetzt sagen, also der Abwärtstrend heißt, wir befinden uns irgendwo auf dieser Linie. Und damit wir jetzt aber sagen, wir befinden uns beispielsweise hier, so in diesem Punkt, ne, also direkt nach dem Hoch, könnte man sagen, dass der letzte Trendpunkt entsprechend ein Hoch sein soll in unserer kompletten Bewegung. So, das ist ein Setup, was ziemlich ja, selten zu finden ist, sage ich mal. Deswegen haben wir jetzt auch wieder hier null Ergebnisse. Und bei solchen Setups, die so selten auftreten, macht es immer Sinn, dass man sich das Ganze abspeichert als Filter-Setup. Hier kann man dem Ganzen eben einen Namen geben. Außenstab und Trend beispielsweise und das Ganze speichern. Und dann könnte man auf die Glocke klicken und wird dann jedes Mal entsprechend alarmiert, sobald dieses Setup im Markt gefunden wird. Das Ganze sind die Forex-Screener-Signale und die kann man optional sich mit dazu buchen. Dann wird man eben kein Setup mehr verpassen, vor allem die seltenen Setups. Okay. So, dann schauen wir rein.
Kein Stress mit der Uhrzeit, ne? Okay. Ja, ich würde mal hier noch sagen an dieser Stelle, wir haben ja immer wechselnde Themen und zwar richten wir uns danach, was am meisten interessant für Sie ist. Heute war das Thema Außenstäbe dran und falls es Wünsche gibt für Themen, die wir behandeln sollen, vorstellen sollen und auch als Filter im Forex-Screener mit implementieren sollen, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Können uns gerne eine E-Mail schreiben an mail@forex-screener.de und dort Ihre Themenwünsche einfach an uns äußern und dann werden wir das Ganze auch aufgreifen und dann für Sie entsprechend erklären. Ja, zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, der Forex-Screener, falls Sie das heute überzeugt hat, ist kostenlos für Sie, wenn Sie ein Konto, ein Trading-Konto bei FX Flat haben. Und Sie können einfach auf unsere Webseite gehen oder auf die Webseite von FX Flat und dort finden Sie den, ja, ich kann es auch mal kurz zeigen, finden Sie die Möglichkeit, sich Ihren Gratiszugang zu erstellen. Klicken Sie einfach auf den Button Zugang erstellen und wählen dann aus in dem Formular, dass Sie bei FX Flat sind. Und dann geben Sie einfach Ihre Daten ein, also Vorname, Nachname und das Wichtigste ist einfach die Kontonummer von Ihrem Trading-Konto, einfach damit FX Flat ja quasi nachweisen kann, dass Sie wirklich dort Ihr Konto haben. Und dann bekommen Sie entsprechend Ihren Gratiszugang zugesendet. Also alles ganz einfach, unkompliziert und umsonst. Und ja. Dann freue ich mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich komme langsam zum Schluss. Falls es noch Fragen gibt, würde ich diese natürlich beantworten. Also können Sie die gerne noch stellen. Ich werfe auch mal einen kurzen Blick rein. Ja, der Peter hat eine Frage. Der Peter. Okay. Funktioniert der Screener in MetaTrader 5 auch in H2 und H3? Also das Add-on funktioniert an sich auf den Zeitintervallen. Es ist aber so, dass in der Web-Oberfläche, also das Screening an sich, dort gibt es die Zeitintervalle H2 und H3 nicht, sondern wir haben die Standardzeitintervalle alle aufgenommen. Also quasi alle, die Sie hier sehen können und alle, die auch im MetaTrader 4 ja, die Standardzeitintervalle sind sozusagen. Das Add-on kann man aber natürlich auf H2 und H3 auch benutzen. Also man wird von dort neue Charts öffnen können und die Indikatoren funktionieren auch auf allen Zeitintervallen. Okay. Ja, wenn es weiter keine Fragen gibt, dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viele erfolgreiche Trades und natürlich noch einen wunderschönen Abend. Ja, vielen Dank, Manuel. Und hier kam noch eine Frage rein, ob man Hilfe beim Einrichten bekommt. Ja, Sie können einfach eine E-Mail an uns schicken. In komplizierten Fällen können wir auch einen Termin vereinbaren. Bei simplen Fragen, die Sie schriftlich beantworten lassen, schreiben wir einfach zurück und geben E-Mail-Support. Aber wenn es da technisch quasi Hilfe benötigt, dann können wir uns auch gerne zusammen telefonieren. Super, vielen, vielen Dank. Alle weiteren Fragen, die jetzt noch aufkommen, können Sie auch gerne an uns schicken. Wir leiten das weiter und selbstverständlich versuchen wir auch Ihnen dabei entsprechend zu helfen, sich das einzurichten. Und ansonsten bedanke ich mich für die Teilnahme, für das Interesse, wünsche noch eine erfolgreiche Trading-Woche und passen Sie auf Ihre Position auf und entsprechend bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.